willkommen zu Feusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier aus dem Café Federal, direkt gegenüber vom Bundeshaus. Mein Gast heute ist Alexandra Janssen. Sie ist Leiterin von der Vermögensverwaltung von der Ecofin, einer Firma in Zürich. Sehr viel Erfahrung in diesem Bereich. Sie ist Ökonomin, sie war auch Dozentin an der Uni. Und ich wollte mit ihr ein bisschen über Inflation reden. Das ist ein wichtiges Thema. Der Sommer ist sie gestiegen, vor allem rund um die Schweiz, auch ein bisschen in der Schweiz. Und dann reden wir über die Auswirkungen, die das hat, auch auf die politischen Geschäfte, die wir bald darüber abstimmen müssen, sei es AHV oder das steuerliche Umfeld, Verrechnungssteuer. Alexandra, willkommen und schön, dass du da bist. Wir nehmen einen französischen Weisswein, habe ich gedacht. Super, danke vielmals für die Einladung, freut mich sehr. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, ein sommerlicher Franzose. Hast du ihn gern? Sehr gut. Sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Chablis ist nicht weit von der Schweizer Grenze. Müssen wir eingemeinden, gell? Also, was wir nicht eingemeinden ist die Inflation aus dem Euroraum. Die letzten Zahlen sind so 8-9%, teilweise schon 2. Also es geht ganz fest Richtung zweistellig. Mhm. Etwas, was man seit der 70er Jahre nicht mehr hatte. Viele haben das gar nie erlebt, was das bedeutet, was das mit ihren Sparguthaben macht. In der Schweiz ist es noch deutlich tiefer, so bei 3-3,5%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was ist das für ein Phänomen? Erklär das auch den Zuschauern irgendwie, was ist passiert? Was hat das ausgelöst? Also, zuerst mal zur Frage, was ist das für ein Phänomen? Oder das kommt. Die Inflation ist immer und ist auch jetzt eine Folge von der Geldpolitik. Wenn man ja heute über Inflation redet, werden oft ganz verschiedene Gründe, Krieg in der Ukraine, Energiekrise, ganz viele Gründe werden genannt. Aber der Hauptgrund ist, das ist Geldpolitik, eine lockere Geldpolitik. Weil Inflation herrscht dann, wenn alle Preise gleichzeitig miteinander ansteigen. Und der Gesamtanstieg von allen Preisen, der kann nur passieren dann, wenn mehr Geld im System ist. Und für das braucht es Geldpolitik. Also es ist ein monetäres Phänomen, wobei es ist nicht ein Phänomen, sondern es ist eigentlich die Folge von einer Politik. Und die Auswirkungen sind brutal, oder? Es ist eigentlich wie, die Inflation ist wie eine Steuer. Aber es ist nicht eine demokratisch legitimierte Steuer, sondern es ist eine, die einfach das Land quasi überrollt aufgrund von dieser Geldpolitik. Und das ist besonders für Leute mit einem geringen verfügbaren Einkommen, ist das extrem hart, oder? Weil einfach alles, was man konsumiert, wird teurer. Und man kann auch politisch, es ist sehr schwierig, etwas dagegen zu machen, weil es eben ein geldpolitisches Problem ist. Und darum, das ist ein Phänomen, das die Leute extrem umtreibt und hart trifft. Mhm. Und ich glaube, auch viele Politiker unterschätzen, wie hart das eine erhöhte Inflation wirklich ist. Oder? Auch die erinnern sich natürlich nicht mehr, wie das war in den 70er Jahren. Und oder ich meine, sogar ich als Nicht-Ökonom habe mal gelernt, was du gesagt hast. Es ist ein monetäres Phänomen, der berühmte Satz von Milton Friedman. Genau. It's always and everywhere a monetary phenomenon. Du und ich, wir sagen seit 15 Jahren, es kommt mal so. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Mich hat man dann immer ein bisschen ausgelacht und gesagt, nein, weißt du, der Satz von Milton Friedman, das ist alte Schule, das kommt nie mehr so, oder? Mhm. Und das Problem, das wir ja immer hatten, war, dass wir zwar gewusst haben, wenn man die Geldmenge so ausdehnt, muss es irgendwann kommen, aber wir haben ja nie können voraussagen, wenn es kommt, oder? Und jetzt ist es plötzlich da. Also, ja, nein, oder? Ich glaube, man muss ganz genau anschauen, von welcher Geldmenge redet man, oder? Es gibt Zentralbanken-Geldmenge, die Zentralbank direkt steuert, die sich auch beeinflussen kann. Und die ist seit der Finanzkrise 2008 in der Schweiz, in den USA, in der Eurozone, ist die durch die Zentralbank extrem ausgedehnt worden. Und extrem heisst wirklich extrem. Eurozone und USA sind 2005 mal 10, in der Schweiz sogar mal 20. Mhm. Also gewaltige Ausdehnungen. Aber das ist nicht die Geldmenge, die am Schluss du und ich im Portemonnaie oder auf dem Konto haben. Die SEP-Geldmenge, die entsteht auch ein Teil über das Bankensystem. Das ist eine breitere Geldmenge. Und wenn man die verfolgt hat, dann hat man Anfang 2020 gesehen, dass die breiten Geldmengenaggregate anfangen anzusteigen. Mhm. Und auch das heisst noch nicht, dass die Inflation morgen kommt. Aber das ist
ganz, ganz ein ernstnehmendes Signal, dass sich auf der Seite von diesen breiten Geldmengen und darum auf der Seite von der Inflation etwas wird tun. Und jetzt das Mal ist dann nachher sehr schnell gegangen. Also die Aussage, man hätte nicht können sehen, dass das kommt. Stimmt das auch nicht? Also du hast es gesehen, ich nicht. Nein, nicht. Oder nein. Es ist auch dann, wenn man sieht, dass sich das bewegt, kann man nicht, oder kann man aus meiner Sicht nicht darauf wetten, es kommt jetzt morgen oder in einem halben Jahr. Das sind ganz komplexe Prozesse, die man nicht voraussehen kann. Aber dass sich da etwas bewegt, das hat man können sehen. Aber wenn du sagst 2020, Anfang, dann war es ja vor Corona gewesen, oder so ein bisschen im Vergleich, oder? Und es war vor Ukraine gewesen, es war vor den Energieproblemen. Ja. Das heisst wirklich, es ist, wenn jetzt Politiker sagen, ja, es ist alles nur wegen diesen Problemen eben in der Ukraine oder wegen der Energie, dann ist das so ein bisschen, das hat es vielleicht noch verstärkt, aber das ist nicht unbedingt. Klar, also einen verstärkenden Effekt, vor allem auf einzelne Güter, gibt das natürlich, oder? Das ist nicht zu bestreiten, aber das hat weit, weit vorher angefangen, oder? Und das sind, ich habe alte Protokolle und Briefwechsel, die kann man anlesen aus den USA, also 70er Jahren gelesen, zwischen Milton Friedman und Arthur Burns, der damals das FED geleitet hat. Und das sind die gleichen Argumente, die sagen, ja, wir haben das Problem bei den Weizenlieferungen, die fallen aus, wir haben dort Nahrungsmittelengpässe und darum sind die Preise so hoch. Die exakt gleichen Argumente, wie man heute in Europa vor allem auch wieder hört. Und die Inflation hat man erst dann in den Griff gekriegt, wo der Volker gekommen ist, angestanden ist und gesagt hat, das FED ist verantwortlich für die Inflationskontrolle, die anderen Faktoren, die sind da, aber wir haben unseren Job zu machen und ich stehe dafür ein, dass der gemacht wird. Oder? Und das ist das Commitment, das es braucht seitens der Zentralbanken, dass man eine Chance überhaupt hat, da in einer nützlichen Frist rauszukommen. Jetzt erleben wir das ein Stück weit wieder. Also das amerikanische FED ist aufgegangen mit den Zinsen, die Schweizer Nationalbank auch, die EZB auch, aber dann mit Ausnahmen oder so ein bisschen. Mach ein bisschen Bewertung, was läuft jetzt da? Welche Bank geht via das Problem her und was führt das denn dazu? Wo wird die Inflation vorbeigehen oder nicht so herzuschlagen? Was hast du das Gefühl? Also vielleicht zuerst zu den USA, oder? Die haben zwar spät reagiert, aber jetzt relativ klar. Und auch mündlich ist ein starkes Commitment da vom FED, dass sie die Inflation wieder auf die 2% runterkriegen. Und das ist ein wichtiges Signal, auch an die Märkte, die auch im Markt zu einem grossen Teil angekommen ist. In Europa, respektive im Euroraum, ist ganz eine andere Situation. Oder? Dort hat die EZB tut sich extrem schwer damit, Zinsen zu erhöhen, weil sie Angst hat um die Finanzstabilität im Euroraum. Wahrscheinlich zu Recht, oder? Ja, zu Recht, genau. Und sie hat das eigenhändig mehr oder weniger zu ihrem Job erklärt, sich um das zu kümmern. Oder? Und sagt darum, wir erhöhen die Zinsen langsam erhöhen, oder? Langsam und spät. Und gleichzeitig werden Ausgleichsmechanismen gemacht. Das Monetary Transmission Instrument oder Transmission Protection Instrument ist wieder in diesem Buchstabensalat von der EZB nochmal etwas Neues. Und das ist einfach dazu da, dass man Länder, die in Bedrohung geraten, wegen der höheren Zinsen, kann nochmal unterstützen mit fristdrucktem Geld. Und das ist eigentlich nicht eine Beendigung von dieser Politik, die Eurozone zum Problem geführt hat. Ja. Genau. Und die Schweiz war lange, ich sage jetzt mal, ein bisschen im Schlepptau von der Eurozone, auch von den Zinsen, die es da gegeben hat. Jetzt, aus meiner Sicht, hat man sich ein Stück weit gelöst. Ich glaube, es ist klar, das Ziel, die Zinsen wieder in positiven Bereich zu bringen. Aber auch die Schweiz, respektive die SNB, hat noch eine gewaltige Bilanz, die weit weg von einer normalen Größe ist. Aber die 1000 Milliarden. Die 1000 Milliarden, ja, richtig. Ein unglaublicher Berg, oder? Ja, und eben der Berg, der ist mal viel kleiner gewesen und dann ums 20-fache angestiegen. Oder? Das ist... ja, darum drei völlig unterschiedliche Situationen. Und wenn man auf die Finanzmärkte schaut, dann sieht man, der US-Dollar steigt im Wert und der Euro sinkt im Wert relativ dazu. Und das ist ein Herzurteil vom Markt, das ich aber teile, dass die Eurozone realpolitisch, aber auch vor allem geldpolitisch vor viel, viel grösseren Problemen steht, als die USA, respektive die USA dran ist, die Probleme anzupacken. Und die Schweiz ist geht mit dem Problem auch ähnlich wie die Amerikaner um, verstehe ich jetzt das richtig? Und die Schweiz hat ein anderes geartetes Problem. Oder? In der Schweiz ist die Inflation, wenn man die 3,4%, die wir jetzt haben, anschaut, dann hat man bei Inlandgütern 1,8%, also unter 2%.
Und die Güter, die wir aus dem Ausland importieren, die haben etwa 8,4%, soviel ich weiss. Also die Inflation haben wir mehrheitlich aus dem Ausland. Genau, eine importierte Inflation. Und die kann man eigentlich kontrollieren, indem man den Schweizer Franken einfach noch mehr aufwerten lässt. Mhm. Oder? Weil wenn der Schweizer Franken stärker wird, werden die Güter aus dem Ausland günstiger. Das heisst, wir haben weniger importierte Inflation. Das ist der Vorteil von einer unabhängigen Währung. Mhm. Genau. Und darum kann die Schweiz ganz anders mit dem umgehen. Und hast du das Gefühl, eben, du hast vorhin erwähnt, die 1000 Milliarden, man muss die auch wieder mal loswerden. Da sehe jetzt ich, du verfolgst es wahrscheinlich näher, aber ich sehe jetzt noch kein Signal, um das wirklich zu machen und das wieder zurückzuführen. Ja, also es gibt Normalisierung von der Geldpolitik, aus meiner Sicht hat zwei Aspekte. Das erste ist Normalisierung von den Zinsen. Das heisst, da ist man dran. Mindestens mal Zinsen wieder im positiven oder nicht mehr im negativen Bereich haben. Und Reduktion von der Geldmenge. Und ich glaube, es ist der richtige Weg zu sagen, wir tun zuerst Zinsen normalisieren und nachher kümmern wir uns um die Geldmenge, solange die Inflation in der Schweiz nicht ausartet. Oder wenn das würde passieren, dann muss man sehr rasch die Geldmenge zurückfahren. Aber für das gibt es momentan nicht ernsthafte Anzeichen. Darum glaube ich, das ist ein guter Weg, weil ein negativer Zins ist etwas, der verzerrt den ganzen Prozess, wo das Kapital hin soll. Wer soll wie viel sparen, wo soll man investieren. Das wird alles verzerrt durch negative Zinsen. Mhm. Und darum ist aus meiner Sicht der Weg jetzt mal zu null oder positiven Zinsen ist ganz zentral. Wir haben jetzt rund 15 Jahre in dieser Welt von negativen Zinsen gelebt, oder? Ist, glaube ich, auch im ganzen Finanzsektor eine schwierige Zeit gewesen. Man hat irgendwie, weil man nicht mehr viel oder nichts verdient hat, haben viele Banken dann verdient mit Gebühren und so. Das ist auch, glaube ich, man hat da ganz neue Sachen müssen entdecken. Und jetzt, man muss schon sehen, das, was jetzt kommt, ist eine Normalisierung eigentlich, oder? Also, ja, auf jeden Fall. Darum ist das zu begrüßen. Also, wir kommen wieder in eine normale Finanzmarktwelt, oder? Nur schnell zum Punkt, dass man nichts hat können verdienen, oder? Das finde ich noch, wenn die Zinsen sinken, dann hat das einen starken positiven Effekt auf alle Anlagegüter, oder? Das heisst, Aktien, Immobilien, all die Sachen, die steigen im Wert, oder? Da hat man extrem viel können verdienen. Ja. Das Problem ist, es sind nicht alle Leute, die davon profitieren, oder? Das gibt eine extreme Vermögensverzerrung, die da passiert durch die tiefen Zinsen. Aber es war eine Umstellung natürlich und das, was wir jetzt erleben, ist eine Normalisierung und das ist vor allem gut für die Realwirtschaft, die Normalisierung, damit das Kapital wieder an den richtigen Ort anfließt, damit die Wirtschaft wieder effizienter arbeiten kann. Oder? Also, dass man wieder Realwirtschaft, eben, dass man in die Industrie investiert, die Innovation investiert und nicht mehr in Aufbleiben von irgendetwas, das vielleicht gar nicht wahnsinnig viel abwirft. So. Genau, weil, oder wenn der Zins künstlich tief gehalten wird, dann gibt es Projekte, die scheinen, als wären sie profitabel, binden Ressourcen, aber zum richtigen, echten Zins wären sie nicht profitabel. Das heisst, ich habe plötzlich Ressourcen, die in ineffizienten Projekten gebunden sind und an anderen Orten fehlen. Und das ist einfach ein negativer Effekt von dieser Politik, die wir jetzt gehabt haben. Merkst du das auch bei deiner Arbeit als Vermögensverwalterin, also dass ihr irgendwie wie euren Fokus ein bisschen angepasst haben oder dass Kunden das gerne wollen oder ja, was ändert? Es ist eine Herausforderung, oder, man muss am Schluss für jeden Kunden versuchen, eine individuelle Lösung zu schaffen und doch kennt man aus der Vergangenheit, so wie die Finanzmärkte jetzt lang früher funktioniert hat, gibt es so Patentlösungen quasi und die funktionieren dann in so einer Zeit natürlich nicht. Aber dadurch, dass wir jetzt davon ausgehen, dass man wirklich für jeden Kunden eine individuelle Lösung braucht, muss man das sowieso jedes Mal neu anschauen. Jedes Mal schauen, was gibt es für Szenarien in Zukunft. Und die Zukunft ist immer inhärent unsicher, ob heute oder vor 20 Jahren oder in 20 Jahren. Also du kannst natürlich nicht sagen, aber eben werden wir jetzt jahrelang Inflation haben, wenn wir uns auf das einstellen, oder? Es gibt ein bisschen so bei dir, dass es so ein bisschen gerade im Euroraum natürlich Leute sagen, ja, die Inflation die geht dann schon vorbei, nächstes Jahr ist das wieder gut und so. Ja, wenn ein Kunde dich fragt, was sagst du denn? Also ich glaube, das Wichtige ist, dass weder ich noch irgendjemand anders das mit Sicherheit kann wissen kann. Man muss sich auf die Unsicherheit einstellen und überlegen, was machen mit dieser Unsicherheit. Jetzt, es gibt Sachen, die man sich anschauen kann. Das Erste ist, man kann historisch schauen, wie lange sind so Perioden gewesen. Und man sieht, dass die Zeiträume mit Inflation, die sind meistens nicht einfach ruckzuck wieder vorbeigegangen. Oder?
Und man kann auch anschauen, wie gross ist die Geldmengenausdehnung war, relativ zu dem, was wir historisch kennen. Und auch dann merkt man, da ist sehr viel Geld geschaffen worden, Geld, das im Umlauf ist, wo inflationswirksam wird. Auch das spricht dafür, dass das nicht ruckzuck wieder weggeht. Und darum, eben, am Anfang hat es oft von Transitory Inflation geheissen. Und jetzt momentan ist das Wort Peak Inflation, also das Maximum erreicht worden ist. Und auch das ist eine Hypothese, aber Inflation bewegt sich auch oft in Wellen. Das heisst, es kann gut möglich sein, dass es jetzt mal zurückgeht und dann nochmal anzieht. Es ist extrem schwierig zu sagen, darauf zu wetten, dass die Inflation jetzt wieder zurückgeht, ist aus meiner Sicht sehr eine risikoreiche Wette. Das hat auch Auswirkungen auf die Sozialversicherungen, bei der AHV und noch mehr bei der beruflichen Vorsorge spielt die Zinssituation, der Ertrag eine grosse Rolle. Man redet vom dritten Beitragszahler, oder, wo lange auch sehr gut funktioniert hat, insbesondere in der beruflichen Vorsorge, wo schwierig geworden ist. Was bedeutet das für die Absicherung von dem, wo wir uns auf die Seite legen? Jetzt Leute auf der Strasse, die für ihr Alter sparen, entweder selber oder eben via berufliche Vorsorge und so, wird das die unsichere Lage, bedeutet das auch Unsicherheit für das, was sie ansparen? Wenn ich individuell spare, dann ist Anlegen immer unsicher, oder? Das ist, es gibt keine oder praktisch keine sichere Anlagen in dem Sinn, die etwas abwerfen. Das heisst, es ist extrem wichtig, nicht nur die Unsicherheit auf den Finanzmärkten anzuschauen, sondern auch die individuelle Situation, wie lange kann ich sparen, was sind meine Ziele, wenn ich spare. Und eigentlich die gleichen Fragen stellen sich auch bei einer Institution wie einer PK, bei einer Pensionskasse, dass die Kassen die fragen sich, was sind meine Verpflichtungen, welche Ziele muss ich erreichen. Und dann gibt es die sogenannte Asset-Liability-Sicht, dass ich die Assets anschaue und die Verpflichtungen und das versuche in Übereinstimmung zu bringen. Und mit diesem Ansatz kann man einen Teil von der Unsicherheit ein Stück weit reduzieren. Aber es ist ja so, dass wenn Zinsen mehr oder weniger auf Null sind, dann muss ich Risiko eingehen, um eigentlich sichere Renten können auszahlen. Und das ist ein inhärenter Widerspruch, eine sichere Renten auszahlen mit etwas, wo ich muss Risiko eingehen muss. Das ist eine grosse Herausforderung, die es gibt. Ja. Bei der AHV, der ersten Säule, ist es ein bisschen einfacher zu berechnen, oder? Weil das ein Umlageverfahren ist. Dort musst du einfach können, jeden Monat genug auszahlen, oder? Und umgekehrt, das Problem ist natürlich dann, wenn die Lebenserwartung steigt, wie wir es jetzt haben, seit langem, oder? Kommt das System letztlich an eine Grenze und man muss immer mehr Geld einschießen. Jetzt haben wir eine Reform auf dem Tisch, die wir Ende September abstimmen. Und, ich höre jetzt da viel, oder? Der Abstimmungskampf, die eine Seite, die Gegner sagen ganz stark, das ist eine Reform, wo letztlich Frauen müssen zahlen, weil ihr Rentenalter aufgeht. 10 Milliarden ist der Sparbeitrag und nur 3 tut man wieder zurückverteilen an die Generation, die es trifft. Was sagst du da? Vielleicht ein Punkt führen. Oder wenn man die AHV anschaut, Probleme in der AHV, wie du sagst, die kommen einerseits aus dem demografischen Wandel. Dass die Leute, früher 1948 bei der Einführung haben die Leute wo sie die Rente bekommen, noch 12 Jahre gelebt. Und heute sind es 24 Jahre. Früher haben 6 Erwerbstätige einen Rentner finanziert, heute 3 müssen einen finanzieren. Also da hat sich extrem viel verändert. Aber all die Probleme, die wären lösbar, wenn wir ein höheres reales Wachstum hätten in den letzten Jahren. Heute ist die AV-Rente real gesehen 4-mal höher als bei der Einführung. Warum? Weil die Löhne real gesehen gewachsen sind, weil die Schweiz produktiver geworden ist und so weiter. Wenn das in den letzten 15 Jahren, wenn wir 2% gewachsen wären, dann hätten wir die Probleme praktisch nicht. Jetzt sind wir ein bisschen mehr als 0,5% pro Jahr pro Kopf gewachsen real gesehen in diesem Zeitraum. Und darum, unter anderem auch darum sind die Probleme. Also eine Lösung wäre auch mehr wachsen. Genau. Das wäre auch eine sehr gute Lösung für viele Probleme. Das ist wichtig zu sagen, ja. Genau. Ist das auch der Grund, warum die demografischen Probleme eigentlich lange keine Rolle gespielt haben? Weil wir immer noch ein gutes Wachstum hatten, also noch in den 80er und 90er Jahren. Also. Genau, also auch dort sind die Leute schon älter geworden, aber das hat sich gut ausgeglichen. Wenn du schaffst, produktiver bist, dann kannst du nachher gut ein bisschen länger leben und es langt immer noch. Oder? Also man könnte eine bessere, liberalere Wirtschaftspolitik machen. Und dann, also
Also nein, das, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, ist oder? Gut, ist gut. Und wie man sieht, die Reformen, die wir jetzt anstreben, die direkt auf das Problem von der Demografie gehen, die sind nicht einfach, dass man das hinkriegt, oder? Ja. Und jetzt zu den Frauen, ich meine, in der AV sind Frauen nicht benachteiligt in irgendeiner Form, oder? Bei Einführung von der AV war das Rentenalter von der Frauen und der Männer gleich gewesen, mhm, oder? Das ist heute nicht so und das wird jetzt quasi wieder zurückgeführt, wie es früher mal war. Also ich sehe da überhaupt keine Benachteiligung von der Frauen. Mhm. Das Argument ist ja dann eben, dass wenn man alles zusammenrechnet, aber man tut natürlich die zwei Säulen drei verwursten, oder? Hier gibt Frauen ein Drittel, also 37% weniger Rente, oder? Und darum dürfen wir jetzt da nicht ein Jahr raufgehen. Also, wie du sagst, das ist ein Verwursteln von zwei Sachen. Oder? Momentan stimmen wir über die AV ab und für das Argument sind vor allem Pensionskassen wichtig. Und auch dort muss man wieder genau anschauen, woher kommt der Unterschied, wen betrifft der genau. Und dann muss man ein bisschen ins Detail gehen, um zu sehen, dass es auch dort viele differenzierte Betrachtungsweisen gibt, dass es halt über die Löhne kommt, mhm, und häufig auch im Leben sich gar nicht so direkt auswirkt, weil es vor allem Paar führt oder die Paare betrifft, oder? Und das sind Diskussionen, wo man wenn man über PKs diskutiert, muss diskutieren und nicht jetzt, wo man, mhm, über die AV redet. Mhm. Ja, das ist im Abstimmungskampf macht man das manchmal, oder? Aber es ist, klar, aber es ist eigentlich, es ist, wie es ist, es hat nichts mit dem zu tun, wo wir jetzt darüber abstimmen, oder? Und dann so ein bisschen, was mich auch noch wundern nimmt, oder die, wie soll ich sagen, man gewinnt ja mit dieser Reform nur 2-3 Jahre, oder? Also, wenn die Prospektion zeigt eigentlich, dass man 2029, auch in einem Jahr, wieder negative Zahlen hat, trotz dem Bundesanteil und Mehrwertsteuerprozent und so weiter. Da habe ich manchmal das Gefühl, das macht es noch ein bisschen schwierig, es ist nur ein erster Schritt. Und alle wissen das eigentlich. Sowohl die Gegner, die dann sagen, ja, ich weiss doch, ihr wollt sowieso auf Rentenalter 67, oder? Und Befürworter müssen das eigentlich auch ein bisschen zugeben, dass es nicht viel bringt, oder? Aber, ja. Also, nicht viel bringen, ich meine, es sind mehrere Jahre, die man gönnt, oder? Und es ist einfach, wenn man sich das mal anschaut, was für ein Defizit sich da aufläuft über die Zeit in der AV, das ist schon, wie du sagst, das hört nicht einfach auf mit dieser Reform. Ohne die Reform hätten wir bis 2045 ein Defizit von 200 Milliarden. Und wenn man das weiterspannt und den ganzen Zeitraum betrachtet, sind das 1000 Milliarden, die da kommen. Und die 1000 Milliarden, die da fehlen, das ist in etwa eine Generation, die in die AV einzahlt, aber keine AV bezieht. Das ist eine Generation ohne AV, wo wir momentan die Lücke haben. Und die Lücke, die grosse, die lässt sich nur mit dem einen Schritt, den wir jetzt machen, nicht lösen. Aber ich glaube, es ist ein zentraler Schritt. Und nachher muss man weiter schauen, wie man es weiter löst und vor allem, wie man es auch langfristig löst. Oder ich glaube, was schlecht ist, wenn man alle 8 Jahre, alle 6 Jahre wieder die Diskussion führen müssen, weil dann ist jedes Mal Gefahr, dass es scheitert. Oder? Jetzt, wenn ich eine Vermögensverwalterin am Tisch habe, will ich noch über die Verrechnungssteuerreform reden, oder? Weil du wahrscheinlich von dem mehr verstehst als ich. Oder letztlich höre ich jetzt, die Diskussion, die wir jetzt haben im Abstimmungskampf, ist ja ein bisschen, dass die Befürworter sagen, ja, es ist gut, dann ist mir das weg, oder? Bei neuen Obligationen, nur bei denen. Bei den Journalisten hat es eine Lernkurve gebraucht. Zuerst hat es Journalisten gegeben, die das Gefühl hatten, die ganze Verrechnungssteuer fallen weg, oder? Und das ist, glaube ich, jetzt, dass die meisten checken, dass es nicht 5 Milliarden sind, sondern 200, 220, 25 Millionen, die am Anfang ausfallen. Dann, sagt das Finanzdepartement, kommen wieder zusätzliche Einnahmen und so. Aber wie ist das in der Praxis? Was für eine Rolle spielt die Verrechnungssteuer? Und stimmt das, dass dann die Geschäfte von Luxemburg, wo heute sehr viel mehr Obligationen rausgibt als die Schweiz, dass das Geschäft irgendwie zurückkommt, siehst du das? Und hat das dann einen wahnsinnigen Effekt? Das wird von den Gegnern ja angezweifelt. Ja, also vielleicht zuerst mal, oder? Die Konfusion um die Verrechnungssteuer, die herrscht nicht nur bei den Journalisten, sondern glaube ich ganz breit. Und auch einfach, weil es ein bisschen ein Durcheinander ist, wenn man anschaut, was für Regeln das es da gibt, oder? Dass ein ausländischer Emittent zahlt die Verrechnungssteuer nicht. Heute schon nicht. Heute schon nicht. Ja.
Dann gibt es noch gewisse Ausnahmen für Too-Big-to-Fail-Institute, für Banken. Okay. Wenn die Sachen emittieren, dann fällt es auch nicht an. Als Schweizer Bürger kann ich das zurückfordern, als ausländischer Bürger kommt es darauf an, auf die Regeln im eigenen Land. Es ist schwierig und so. Ja. Es ist sehr schwierig und mühsam. Also super kompliziert. Mhm. Oder? Und das Resultat davon ist eigentlich nichts anderes, als dass inländische Emittenten, also Herausgeber von Obligationen, diskriminiert sind oder benachteiligt werden im Vergleich zu allen anderen. Und das ist mal vom Grundsatz her ein komisches Resultat, wenn man das mit der eigenen Gesetzgebung so selber verursacht. Oder? Das kann nicht sinnvoll sein. Jetzt, aus der Praxis kann ich sagen, es ist relativ aufwendig. Oder? Mhm. Die Rückforderung auch für Inländer, das ist ein hoher administrativer Aufwand, der überall anfällt. Sogar bei Instituten, die eigentlich nicht Steuern müssten zahlen. Mhm. Also wenn ich die Verrechnungssteuer ist ja dazu da eine Sicherungssteuer, genau, die ich wieder zurückbekomme, wenn ich meine Steuern zahle. Ja. Jetzt gibt es steuerbefreite Institutionen, dort wird die genau gleich abgezogen, obwohl die gar nicht meine Steuern zahlen. Okay. Oder? Und okay, trotzdem fällt der ganz administrative Aufwand an. Also, ja. Und inwiefern, darum, das wäre sicherlich ein Vorteil, also wo in ganz vielen Institutionen, auch bei Pensionskassen, bei Stiftungen, bei Spitälern, überall würde das zum Tragen kommen, oder? Von der Investorenseite her. Jetzt, wie viel da aus Luxemburg wieder würde zurückfließen, schwierig zu sagen, vor allem, wie schnell würde das gehen. Die Leute sind jetzt eingerichtet auf eine bestimmte Art und Weise und das ist schwierig zu sagen, glaube ich, wie lange das geht, bis es wieder zurückkommt. Aber dass heute so ist, dass Schweizer Emittenten ins Ausland gehen, dass ausländische Emittenten lieber im Ausland bleiben als in die Schweiz kommen, das ist sicherlich so, oder? Mhm. Aber die Abschätzung, in welchem Umfang das zurückkommt, ist sehr schwierig. Ich glaube aber auch, dass allein die Überlegung, wie viel zahlt man mehr, wie viel bekommt man mehr, ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen, weil es wäre auf eine Art eben auch eine sauberere Aufstellung, wie man es nachher hat. Es kann mehr Wert geschaffen werden in der Schweiz. Und ich glaube, das ist ein grosser Wert, auch wenn man das jetzt nicht punktgenau kann abschätzen kann, wo das nachher landet. Oder? Also die Gegner sagen ja ganz stark, weil das eine Sicherungssteuer ist, sei die Streichung von dieser Sicherungssteuer ein Steuerschlupfloch. Das Lieblingswort oder auf selberer Seite vom Argument. Hast du das Gefühl? Also wie würde man das denn, führt das denn dazu, dass Emittenten letztlich ihre Steuern nicht mehr angeben? Also es wäre ja vor allem der Investor, der einen Ertrag macht mit dem Zins und auf dem Zins muss er eine Steuer zahlen und darum muss er die Verrechnungssteuer abliefern. Und heute ist es ja auch schon so, auf ausländischen Titeln fällt das nicht an. Also es ist sowieso auf einem ganz kleinen Teil und ich sehe nicht, dass das einen riesigen Unterschied machen würde. Mhm. Aber man kann auch da, es mag ein Stück weit einen leichten Effekt haben, den man aber nicht abschätzen kann. Oder? Aber ich glaube nicht, dass das ein Hauptargument kann sein kann. Das glaube ich nicht. Das ist viel zu kleine Menge, über die wir hier reden. Oder? Mhm. Die Befürworter sagen ja, das sind sowieso meistens sind es grosse institutionelle Anleger, die so Obligationen würden kaufen und die werden eh revidiert und darum führe ich das nicht dazu, dass irgendwie Steuern nicht angegeben werden. Ja? Ja, also es lässt sich sicherlich kontrollieren, ob das angegeben wird oder nicht. Das, oder, aber auch da kann man nachher wieder sagen, vielleicht gibt es zusätzliche Kontrollaufwände. Aber das ist ja so etwas am Rande aus meiner Sicht. Mhm. Ich glaube, wichtig ist, dass man ein mehr oder weniger aufgeräumtes System hat und dass es nicht wir selber mit unseren eigenen Regeln inländische Investoren und Emittenten benachteiligt gegenüber allen anderen. Das ist einfach, das macht keinen Sinn. Oder? Das merke ich auch in der Debatte jetzt, dass es so ein bisschen, also am Schluss habe ich das Gefühl, die für die Reform der Verrechnungssteuer sind, das sind auch die sagen, im Grundsatz, wenn wir ein einfaches System mit möglichst wenig Steuern und wir nur Steuern erheben, wenn wir wirklich müssen. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du halt Leute, die irgendwie sagen, ja, also wir dürfen sicher nie Steuern senken oder irgendwie streichen. Also am Schluss ist es dann gleich wieder eine Frage, wie du dich stellst zum Thema Steuern generell. Also ein bisschen in der Debatte habe ich manchmal das Gefühl. Auch jetzt gewisse Ökonomie-Professoren, weißt du, die irgendwie sagen, ja, wo irgendwie so Berechnungen anzweifeln und so, wo man durchaus kann anzweifeln. Aber nur wenn dein Hintergrund ist, der ist, dass du sowieso möglichst viel steuern willst. Oder? Ja, ich glaube schon, die Berechnungen, die mag man auf allen Seiten kann man die anziffern, weil am Schluss muss man Annahmen machen, wenn es um Zukunft geht. Genau, kann man diskutieren. Genau. Aber ich glaube, es geht ums Prinzip. Eben, wenn man
unsere eigenen Leute im Inland benachteiligt mit unseren eigenen Regeln. Ja. Aus meiner Sicht keine gescheite Idee. Und das Zweite ist, gemäss der Annahme, die man hat, die man sinnvollerweise machen kann, sieht es in der Tendenz aus, als würde sich das nicht gerade im Jahr 1, aber nach ein paar Jahren lohnen. Und aus meiner Sicht, auch wenn das nicht eine sichere Garantie ist, das gibt es nicht, aber es ist eine gute Abschätzung aus meiner Sicht. Und dann insgesamt ergibt das ein Stimmungsbild. Mhm. Ich habe das Gefühl, es ist auch, nur jetzt sagen wir, aus politischer Sicht oder aus Berner Sicht, es ist ein interessanter Abstimmungskampf. Weißt, weil man es ist ein komplexes Thema, das ist jetzt auch wieder klar geworden. Ja. Und wie kann man das durchbringen bei den Leuten? Und ich finde manchmal, die Bürgerlichen tun sich manchmal schwer in dem, oder auch die Wirtschaftsverbände tun sich schwer in dem. Aber letztlich muss man können, wir müssen in diesem Land können so Sachen durchbringen, weil sonst ja, wird es wahnsinnig schwierig, irgendwelche Reformen, die vielleicht dazu eben zu mehr Wachstum führen, zu machen. Also von dem her ist es schon, ich glaube, die Bürgerlichen sollten sich bewusst sein, dass es nicht nur um die Verrechnungssteuer auf neue Obligationen geht. Oder? Nein, es ist ein genereller Punkt, wie gehen wir, wie du vorhin gesagt hast, mit Steuern um. Und ist es in der Tendenz eher ja oder eher nein? Und ich glaube, es ist, gerade da ist es jetzt schwierig, auch aufzuzeigen, warum bringt das nichts, warum ist es gescheiter, dass man die Steuer abschafft. Aber ich glaube, am Schluss, da profitiert man viel mehr in der Breite, als man jetzt sieht, weil an ganz vielen Orten, bei vielen Investoren werden die Aufwände gekürzt. Und das führt dazu, dass sie in der Breite etwas bringt. Und auch wenn einfach jede Institution, jeder Investor am Schluss ein bisschen mehr Zeit hat, das ist schon viel wert, schon viel gewonnen, oder? Das ist ein gutes Stichwort. Alexander, danke vielmals für den Besuch. Danke vielmals für die Zeit, die du aufgewendet hast, um zu mir zu kommen, mit mir das zu diskutieren. Und ein anderes Mal. Alles gut. Danke. Ja, das war es von unserem Federal aus dem Café Federal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt hier unten auf einen Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, das Glöckchen drücken, damit ihr informiert werdet, wenn das nächste Video online geht. Danke vielmals fürs Zuschauen und eine gute Zeit.